Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist schon Nachmittag am Montag. Was haben wir jetzt für ein Datum? 8. Genau. Ich habe euch ein bisschen bei der Hausarbeit mitgenommen vorhin. Das Übliche. Ich habe gerade einen Berg Wäsche wieder. Und eigentlich wollte ich noch Bettwäsche abziehen, aber ich glaube, das mache ich heute nicht. Sonst wird der Berg noch größer. Die zweite Maschine läuft schon. Ralf ist gerade nach Hause gekommen, hat sich... Das ist spät, er hat am Montag immer 8 Stunden, der Junge kommt echt richtig spät. Ich war den ganzen Tag alleine, habe tatsächlich auch mich wieder, nachdem Raffi mich morgens um 7, kurz vor 7 aufgeweckt hat, habe ich mich danach, nachdem ich Katzen gefüttert habe und die Waschmaschine angeschmissen habe, kurz hingelegt wieder und bin dann wieder eingeschlafen, weil ich bis dahin nur 5 Stunden, wenn überhaupt, geschlafen habe. Also auf jeden Fall nicht viel geschlafen habe heute. Ja, ich habe schon einiges erledigt, überlege gerade noch krampfhaft, was ich zum Abendessen machen soll. Jeden Tag das Gleiche, ne? Täglich grüßt das Murmeltier. Und ich sitze im Arbeitszimmer. Ich habe das gestern ja ein bisschen aufgeräumt und da kam ein Kommentar, kein böser Kommentar, alles okay. Wie wäre es mit Aussortieren, wenn ich dich so sehe, wie du da planlos in deinem Arbeitszimmer stehst und nicht weißt, wo was hingepackt werden kann, misste doch aus. Ja, würde ich gerne. Würde ich wirklich sehr gerne. Erstens hatte ich das ja schon lange vor. Dann kam mir ja meine Vorratskammer in die Quere mit den Lebensmittelmotten vor ein paar Wochen. Ne? Ihr wisst das ja, wie verzweifelt ich hier war. Und das hat ja 2 Wochen gedauert, bis alles einigermaßen wieder eingeräumt war. Ja, und jetzt habe ich ja wenigstens das mal oberflächlich hier aufgeräumt. Und ich bin hier so mit dem Thema Ausmisten beschäftigt. Das Problem ist, meine Bücher. Ich habe euch das, ihr habt ja gestern das im Video gesehen. Ich kann es euch kurz noch zeigen. Das sind jetzt ganz viele Bücher von mir. Jede Menge Bücher. Die schmeiße ich auf keinen Fall weg. Bücher schmeißt man nicht weg. Also das ist meine persönliche Meinung und da bin ich auch stur wie ein Maulesel. Ich gebe es auch zu. Ja, IA, aber ich schmeiß keine Bücher weg. Meine Mutter, die ist dann auch immer schnell bei, ne? Ach, schmeiß doch deine ganzen Bücher weg. Die hast du doch schon einmal gelesen, die brauchst du nicht. Nimm nur Platz weg und so weiter. Nö. Und vor allem, weil die, also meine Mutter, kommt dann auch immer wieder alle paar Wochen und bedient sich hier bei meinen Büchern wie in der Bücherei. Ne? Die kommt her, bringt die Bücher, die sie schon gelesen hat, wieder zurück und holt sich neue, die sie noch nicht gelesen hat. Oder ich kaufe mir zwar nicht mehr so viele, aber immer noch ab und zu Bücher neue. Ne? Wenn ich was Interessantes sehe, holt sie sich welche wieder zum Lesen ab, weil sie nicht genug Platz in ihrer kleinen Wohnung hat, um da irgendwie Bücherregale hinzustellen. Bedient sie sich in meiner Bücherei. Habe ich auch nichts dagegen. Aber ich werde auch nicht irgendwas wegschmeißen. Ich weiß, dass hier, okay, vielleicht könnte man tatsächlich ein paar Bücher nicht wegschmeißen, sondern weggeben. Wir haben in unserer Physiotherapiepraxis auch Regale stehen und da ist so kostenlos, wo du dann Bücher auch was nehmen kannst zum Lesen, dann wieder austauschen und wie auch immer, ne? Auch deine Bücher mal abgeben kannst. Könnte ich vielleicht machen, so Erziehungsbücher zum Beispiel habe ich einige, die brauche ich nicht mehr. Ne? Aber ich sage ganz klar und deutlich, Bücher werden nicht weggeschmissen. Auf gar keinen Fall.
Ich habe schon Zugeständnisse gemacht, vor Jahren. Ich habe eine ganze große Kiste mit Büchern auf Russisch oben auf Dachboden stehen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die jetzt da sind. Also da kommt kein Regen hin, aber auch den Büchern bekommt das nicht, wenn die so extreme Temperaturunterschiede, ne, abbekommen. Im Sommer super heiß, im Winter super kalt und dann haben wir auch noch Mäuse da oben und Eichhörnchen. So. Und dann diese Ecke hier. Diese Ecke, die ist bei mir die schlimmste Ecke, finde ich. Und ich kann da nichts machen. Ich kann da überhaupt nichts machen, weil das nicht meine Sachen sind. Das gehört alles oder zum größten Teil nicht mir. Das sind Sachen von, also Dirks Eltern, meine Schwiegereltern, sogar einige von den Fotoalben sind noch von seiner Oma und eben auch von seiner Tante einige. Ich sehe das jetzt hier nur zum Beispiel, Hochzeitsbilder von meinen Schwiegereltern. Überlegt mal, mein Mann ist 52, ne? Wie alt diese Fotos sind. Ich kann diese Alben nicht einfach in irgendwelche Kisten packen und auf den Dachboden bringen. Denen bekommen die Temperaturen da oben noch weniger als jetzt irgendwelchen Büchern. Ja, und ihr seht, da sind einige von diesen Alben, so ganz, ganz riesengroße und auch kleinere, also ganz alte Sachen. Die kann ich nicht einfach so weggeben. Oder ich meine, wegpacken irgendwohin. Das ist nicht meins, ne? Also das gehört mir nicht. Ich habe da auch ein, dass diese Kasten da, das ist Silberbesteck. Tatsächlich Silberbesteck. Ich zeige es euch. Oh Mann, ist das schwer. Ja, schon etwas angelaufen. Aber ich kann das nicht einfach ja, wegschmeißen. Das gehört mir nicht. Das ist, glaube ich, noch von seiner Oma. Ich muss das mit ihm zusammen machen und meistens bin ich ja allein zu Hause. Ich kann das nicht und am Sonntag oder so, oder wenn er Urlaub hat, hat er viele andere Sachen, die wichtiger sind als irgendwie so mein Kram hier, Haushalt, mein Zimmer. Ja, und auch hier mein Sofa, okay, das ist wichtig. Ne? Also, das Sofa bleibt auch hier. Hier dahinter sind irgendwelche, das sieht man aber zum Glück nicht ganz so, ne? Da liegt eine Tüte große mit Gardinen, also für die Küche und so, dass ich die dann immer wieder austauschen kann. Oder auch da oben. Da oben sind Sachen, die gehören auch eigentlich, ja, keine Ahnung, was da alles ist, ich weiß es nicht mal. Das sind Verpackungen, Originalverpackungen von Handys, Telefonen, sonstiges Klimbim, was man so kauft, ne, in Elektronik, das man aufbewahren muss, wegen Garantiefall. Oder da oben, da die letzte in der Ecke. Da sind Pfadfindersachen. Kisten mit Materialien wie Halstücher, Abzeichen, sonst irgendwas, Ordner mit. Sonst Dirk ist einer der Pfadfinderleiter und auch Schatzmeister in der Gruppe. Da sind wichtige Unterlagen. An dieses Regal gehe ich gar nicht dran, weil ich da überhaupt nicht weiß, was da alles in diesen Schubladenkisten ist und so weiter. Genauso wie hier oben, da sind auch Kisten mit Sachen von seiner Tante. Er war ja Betreuer von ihr und ihrem Mann eine Zeit lang oder von ihr vor allem. Da musste er alles erledigen und da kann ich nicht rangehen und einfach aussortieren, weil das einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nicht meins. Ich kann jetzt nicht einfach so an seine Sachen gehen und aussortieren. Da kann ich aber auch schlecht noch was irgendwie draufpacken oder dazu packen von meinen Sachen. Weil ja, das nicht meins ist. Genau. Dann habe ich hier unseren kleinen Kühlschrank, den Sie habt ihr auch schon ganz oft gesehen. Da, der ist natürlich sehr wichtig. Da sind, ja, wir kaufen immer auf Vorrat. Ich kann nicht wegen einer Packung Wurst, weil die mir gerade fällt, in den Laden fahren. Jeden Tag ist einfach, ja, bei diesen Spritpreisen auch nicht so gut, ne? Da ist unser Sideboard mit Schulsachen, aber auch obendrauf stehen Sachen wie das Papier für den Drucker und, ne? Also,
Es ist Arbeitszimmer, Schrägstrich, zu viel gequatscht, Rumpelkammer. Ne? Da steht mein Akkordeon, weil da ist er schon eher griffbereit als jetzt hinter dem kleinen Kühlschrank irgendwo in der Ecke. Der hat auch noch keinen richtigen festen Platz hier. Ich weiß einfach nicht, wohin damit. Einfach, ja, das Haus ist groß, aber irgendwie auch nicht groß genug, ich weiß es nicht. Wir haben noch oben jetzt das leere kleine Zimmerchen. Auch da ist es schon so zugemüllt. Sag mal, zugemüllt nicht. Da sind unsere Schränke mit Bettwäsche und Jacken und Spielen. Und auch Dirk hat von hier, der hat mir jetzt tatsächlich noch zwei ganze Regalböden freigemacht. Da standen überall Ordner, diese großen, dicken, blauen oder schwarzen Ordner mit Unterlagen. Steuerunterlagen, Versicherungen und, und. Das hat er jetzt alles hier weggeräumt und in die Regale hinterm Schornstein da, in einem kleinen Zimmerchen, was früher Raffis war, hingestellt, damit ich hier mehr Platz habe. Und trotzdem ist es nicht genug Platz. Da oben, da stehen auch zigtausend Ordner gefühlt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss, diese Ordner kann ich tatsächlich wahrscheinlich einfach wegmachen. Weil die benutzt keiner mehr. Aber das sind so Sachen wie Sammeleditions, wie Tiere und Natur. Da, ganz weit oben. Tiere und Natur, dann sind da irgendwelche Atlas und sonst irgendwas. Ja, aber da, auch das alles ist nicht nur meins. Ich kann das nicht einfach wegschmeißen. So sieht's aus. Genau. So, ihr Lieben, ich mache jetzt einfach hier weiter. Ich wollte euch nur kurz das Arbeitszimmer zeigen. Ist schon wieder viel zu lang geworden, das Gelaber. Aber so ist es halt, ne? Damit ihr wenigstens ein bisschen einen Einblick habt, wieso ich hier immer wieder planlos rumstehe oder einfach gar nicht mich traue, irgendwie hier was anzufangen, was zu machen. Deswegen, das ist halt so, dieses Zimmer ist, ja, irgendwie immer noch nicht so richtig fertig. Oh, Raffi ist da oben. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Die zweite Waschmaschine ist gleich fertig. Und ich wollte tatsächlich ganz kurz, aber nur hier bei uns im Dorf, zum Edeka. Ich brauche zwei, drei Kleinigkeiten fürs Abendessen. Raffi ist ziemlich laut gerade am Computer mit irgendwem am Quatschen. Und dann mache ich hier einfach mal weiter. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich gleich kochen werde. Ich glaube, ich gucke mir erstmal hier, was der Chefkoch sagt. So, ihr Lieben, oh, ich bin gerade am Flitzen hier wieder. Ja, ich habe gerade einen kleinen Abstecher nach Himbergen, also ins Dorf, zum Edeka gemacht und ein paar Sachen eingekauft, aber wirklich nur ein paar Sachen. Es sind ganz wenig, aber hinten habe ich eine große Palette, also 12 Liter Milch noch stehen und ein 6er, 1,5 Liter Flaschen Wasser ohne Kohlensäure und für meine Kinder vor allem, für die Schule und Arbeit. Das hat Dirk, nimmt auch so kleine Flaschen, mehrere dann halt, ne, Wasser mitgenommen. Puh, leicht aus der Puste. Genau, ich habe jetzt hier so ein Tütchen, Päckchen Weintrauben mitgenommen, gemischte Sorten, eine Gurke und eine Paprika. Das musste sein, weil das fast alle ist. Die Tüte habe ich im Auto gefunden. Die ist nach hinten gerutscht unter die Sitze. Deswegen beim letzten Einkauf nicht rausgeholt. Heute habe ich die nicht gekauft. Aber die hier, die sind nicht im Angebot. Habe ich trotzdem mitgenommen. Zweimal Käse und einmal Tomatenkäse. Baguettes. Und ich habe gestern ja für diese Röstirolle, die übrigens super lecker war, meine Puttenbrustaufschnitt aufgebraucht, fast alles. Also habe ich jetzt zwei mitgenommen. Ich gehe ja Mittwoch Wocheneinkauf machen. Das war jetzt nur so ein Mini-Zwischendurch-Einkauf. Und dann habe ich jetzt hier eine ganze ziemlich große Tüte Fleisch. Und zwar Rinderhackfleisch, 600 Gramm für jetzt zum Abendessen, für die Suppe, die ich kochen will. Rinderleber, fast ein Kilo. Und Hähnchenbrustfilet 1,3 Kilo. Das Hähnchenbrustfilet ist gerade im Angebot, der Rest nicht.
Aber ich habe Leber trotzdem mitgenommen, weil es einfach zu selten da ist. Das friere ich jetzt ein, genau wie das Hähnchenfleisch und das Hackfleisch, Rinderhackfleisch logischerweise. Das werde ich gleich für die Suppe benutzen, aber bevor ich die Suppe koche, oder mache ich das doch zwischendurch? Ich glaube, ich fange jetzt tatsächlich gleich an mit der Suppe, weil die zweite Waschmaschine ist fertig, die muss eigentlich aufgehängt werden. Und die dritte ist schon in Arbeit, also die dreht schon ihre Runden. Also heute sind es tatsächlich 3 Maschinen geworden, Wäsche. Und morgen dann auch noch mindestens 1 oder 2, weil ich noch die Bettwäsche mache. So, okay, ich räume vor allem jetzt die kalten Sachen weg, ganz schnell. Und dann fange ich an mit der Suppe. Ja, und Haushalt läuft dann halt nebenbei. Genau, so machen wir das. So, ihr Lieben, alles ist weggeräumt oder fast alles. Vor allem die wichtigsten Sachen, wie den Kühlschrank, den Frischschrank müssen, habe ich weggepackt. Raffi bringt gerade Kompost weg. Und ich fange an mit der Suppe. Auch wenn die Wäsche schon im Wohnzimmer steht und aufgehängt werden muss, die kann ich aufhängen, wenn die Suppe schon kocht. So sieht's aus. Ansonsten wird das hier einfach zu spät mit dem Abendessen. Genau, ich mache eine Gemüsesuppe. Einfache Gemüsesuppe, aber halt mit Hackbällchen. Und ich überlege gerade, ob ich da noch Reis reinmache oder irgendwelches andere Getreide. Überlege ich mir gerade noch. Noch ist das sowieso nicht so weit. Was nehme ich denn jetzt alles? Wie immer, Kartoffeln. Die müssen immer sein. Möhren werde ich gleich reiben. Eine Zwiebel, 2 Solo-Knoblauch. Super gesund, ne? Momentan in dieser kalten Jahreszeit muss man alle Vitamine mitnehmen, die man hat, kriegt. Hier eine halbe Paprika und zum Leidwesen von meinem Baby, wurde auch schon rumgeheult, Erbsen. Und Hackfleisch. Hackfleisch für die Hackbällchen, genau. Und als erstes, ich habe hier schon einen Topf mit Wasser aufgestellt, muss ich natürlich die Kartoffeln schneiden, damit die auch schon mal kochen. Und der Rest, der kommt, Achtung, ich mache die Suppe dann auch ein bisschen tomatig, glaube ich. Das heißt, ich hole auch noch Tomatenmark gleich. Ja, und die Kartoffeln schneiden, so wie ihr das haben wollt. Ne? Also ob ihr dann in größere Stückchen oder in kleinere. Ich habe schon alles Mögliche gesehen. Manche schneiden die wirklich in solche Teile. Also mir sind die dann zu groß. Ich habe die lieber kleiner. Dann muss man auf dem Teller nichts zerkleinern, sondern so essen. So, und die Kartoffeln schon mal reingeben, die wir schon geschnitten haben. Ich muss auch gucken, ob ich alle Kartoffeln nehme. Ich denke, ich nehme alle. Oder doch nicht? Zu viel? Weiß ich nicht. So, die Kartoffeln sind schon mal drin und können kochen. Ne, da drin. Und ich mache jetzt, bevor ich irgendwas schneide, die Hackbällchen fertig. Damit, wenn das Wasser anfängt zu kochen, also die Kartoffeln, dass ich die Hackbällchen auch mit reingebe. Also wir brauchen eigentlich für die Hackbällchen nur Salz und Pfeffer. Und wer mag noch ein bisschen Paprikapulver. Zack. Genau. Und jetzt einfach alles verkneten. Ja, und dann einfach nur so groß, wie ihr das haben wollt, so kleine Hackbällchen machen. So. Mehr braucht es nicht. Ich lege die einfach erstmal hier auf das Brettchen. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und wenn das, die Suppe anfängt zu kochen, dann kann man die da reingeben. So, ihr Lieben, die Hackbällchen sind fertig. Hier habe ich meine Pfanne. Für diese Jarka, ich mache die auch schon mal an und schreite hier Zutat. Ich werde jetzt einfach mal die Zwiebel, ich habe das falsche Messer, das ist mir gar nicht so richtig, die Zwiebeln vorschneiden und dann mit dem Nicer Dicer kurz schreddern. Ich habe jetzt wieder rote Zwiebel genommen, weil die einfach hier griffbereit war. Und durch den kleineren Einsatz einfach durchjagen.
Zack. So, und gleich ab in die Pfanne rein zum Anbraten. So, die Kartoffeln, die kochen schon. Das Wasser hat gerade angefangen zu kochen. Also gebe ich jetzt einfach mal die Hackbällchen mit rein. Ja, und die können dann auch kochen. Die brauchen ja auch ein bisschen. Auch für die Brühe können sie schön erstmal kochen. Und ich reibe die Möhren. Die kommen erstmal in dieser Saatkörner rein. So, und die fertig geriebenen Möhren einfach rein auch in die Pfanne zum Anbraten. So, und während das da anbraten kann, schneide ich schnell noch die Paprika, auch mit dem Nicer Dicer, mit dem gleichen Einsatz, einfach mal durch. Zack. Und auch in die Pfanne rein. Einfach nur in die Pfanne dazugeben. Das Teil brauchen wir nicht mehr. Und ich reibe die Knoblauchzehen einfach mal hier auf der feinen Reibe. Und auch in dieser Schachtel rein. Zack. Und dann haben wir auch eigentlich alles schon, was wir schneiden mussten. Hier muss unbedingt der Schaum abgeschöpft werden, weil wir ja hier Hackfleisch drin haben, die Hackbällchen. Einfach mal kurz abschöpfen. So. Und weiter kochen lassen. Und hier zu unserer Sajaka kommt noch logischerweise, ich möchte die Suppe diesmal wieder tomatig machen, Tomatenmark. Diesmal habe ich die von Mutti. Und kurz anrösten. Also in die Suppe kann man schon die Erbsen reingeben. Na komm. Ja, und dann die fertige Sajarka. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was mit reingebe oder ob ich die Suppe so lasse. So, ihr Lieben, ich habe es mir überlegt. Das sind so klein gemachte Pergraupen schon. Die gehen auch ziemlich schnell. Deswegen nehme ich jetzt nicht viel, aber so ein paar Esslöffel davon. Wasche die schnell durch und gebe die doch jetzt in die Suppe mit rein. Dann ist es so ein Eintopf, ne? Suppe ist dünner, Eintopf ist immer dickflüssiger, meiner Meinung, weiß nicht, wie ihr das denkt. Jetzt habe ich noch ein paar Pergraupen mit reingemacht. Ist schon, finde ich, ja, auch mal nicht schlecht, mal was anderes wieder. Und jetzt muss das Ganze gewürzt werden, weil bis jetzt habe ich nur rumgeschweinert. Oh, meine Güte. Nur die Hackbällchen ein bisschen gewürzt, ne? Jetzt machen wir die Suppe würzig. Und zwar Salz gehört auf jeden Fall rein. Zack. Natürlich Pfeffer. Ich mache jetzt einfach mal Basilikum rein. Ist auch alles schon. Ich muss das wieder auffüllen. Dann ein paar Lorbeerblätter. Achso, auf jeden Fall die Hitze runterstellen. Ein paar Lorbeerblätter. Und was denn sonst? Ein bisschen Dill. Und das ist unsere Suppe für heute zum Abendessen. Ja, super. Und jetzt darf die ganze Geschichte fertig kochen. Ein paar Minuten. Und ich muss hier dann weitermachen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas zum Nachtisch noch basteln. So, ihr Lieben, ich habe jetzt schon Geschirrspüler schnell angeschmissen und ich habe mich entschieden, doch was zum Nachtisch noch zu machen. Weil zur Suppe habe ich dann schon gerne ab und zu mal, nicht jedes Mal, aber ab und zu was noch zum Nachtisch.
Und zwar mache ich so einen kleinen Quarkauflauf, aber nicht nur so pur, sondern mit Äpfeln. Ich habe hier so einen schrumpeligen, ja, nicht mehr so schönen Apfel, den wird keiner mehr essen. Und den habe ich geschält und schneide jetzt in diesen Zerkleinerer von Bosch, den ich habe, also keine Werbung, habe ich mir selbst gekauft, logischerweise. Ja. Den muss natürlich angestöpselt werden. Komm. Zack. Und ganz kurz erstmal. Zack. Weil wir packen jetzt noch ein paar andere Sachen. Weil es ist der Quarkauflauf. Ich gebe jetzt noch Dvorak rein. Also diesen russischen Quark. Den habe ich von Lidl. Genau. Gebe ich jetzt noch dazu. So, jetzt vermischen wir das Ganze einmal. So, bis es ein, ja, ich sag mal, einigermaßen homogene Masse entstanden ist. Jetzt passt hier leider nichts mehr rein. Ich dachte, es klappt. Naja, ist auch nicht schlimm. Dann holen wir das jetzt raus. Oder passt es doch noch alles rein? Überlege ich noch. Ich brauche ein Ei. Dann ein oder zwei Löffel von Schmand oder diesen zwei am besten. Creme leicht. Und ein oder zwei Esslöffel Zucker natürlich. Zack. Ups, das war jetzt okay. Gut, passt. Habe ich ja noch aufgefangen. Und wieder, komm, vermengen. Na, funktioniert das? Ja, tatsächlich. Aber jetzt wird es kritisch. Ich glaube, jetzt muss ich das doch umfüllen. In eine etwas größere Schüssel oder so. Das sieht aber schon fantastisch aus. Wir brauchen jetzt nur noch ein paar Esslöffel Grieß. Ich nehme mal drei. Und verrühre das Ganze. Ja, so sieht es aus. Man kann noch ein bisschen mehr Apfel reinmachen, überlege ich gerade. Aber ich glaube, das reicht auch. Ja, und jetzt gebe ich die ganze Geschichte in diese kleine Auflaufform rein und lasse ein paar Minuten stehen, solange der Backofen vorheizt. Genau. So. Der Backofen ist jetzt vorgeheizt auf, ja, ungefähr 190 Grad. Oh, den muss ich dringend putzen. Und jetzt gebe ich einfach mal unseren Quarkauflauf mit Apfel da rein. Und rühre einmal kurz die Suppe um. Oh, die sieht ja richtig lecker aus. Die kann noch ein paar Minütchen kochen. Und ich räume das hier weg. Und hänge die Wäsche auf. Und mache ich hier ein bisschen den Boden sauber mit so einem feuchten Tuch. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Gerätschaften rauszuholen. Das mache ich morgen vielleicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn das alles fertig ist. Das Essen ist fertig. Und zwar, das ist jetzt hier die Suppe.
das ist jetzt der fertige Quark-Apfelauflauf. So sieht er aus in der Form. Den essen wir gleich mit Skuschonka. So. Und das ist jetzt auch schon das Stichwort. Ich werde dieses Video beenden, weil alle sind jetzt zu Hause. Dirk und die Kinder sind eingetrudelt. Ist ein bisschen umständlich gerade. Überall Baustellen, überall kommt man nicht so gut durch. Isabelle musste auf die beiden warten am Bahnhof. Aber ist halt so. Überall wird gerade gebuddelt. Jo. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.